Also als Produktmanager bekomme ich irgendwann ein fertiges Produkt auf den Tisch, sprich ein Master von einem Künstler oder einer Band und bin dann dafür verantwortlich, dass das Produkt quasi einen Käufer findet. Dass es irgendwie auf den Markt kommt und dass es dort irgendwie Leute anspricht und die dann das Bedürfnis haben, es zu kaufen. Also ich bin in der Domestic-Pop-Abteilung, habe dann Künstler wie Raymond, die No Angels, Eisblume, plus auch diverse Newcomer, die alle irgendwie dann quasi im kommenden Jahr erst kommen. Ich mache dann quasi das komplette Marketing, was dann irgendwie losgeht bei TV-Kampagnen, TV-Kooperationen, Radiospots, wenn man sowas mal macht, Plakatierungen, Anzeigen, Bannerwerbung, alles, wo quasi wir Geld ausgeben, damit unser Künstler irgendwo stattfindet. Der erste Schritt, wo ich ins Spiel komme, ist quasi, dass mich der A&R irgendwann dazu holt und sagt, das ist der Künstler, das ist der Stand von der Musik, was hältst du denn davon und lass uns mal gemeinsam irgendwie eine Vermarktungsstrategie entwickeln. Und dann geht es eigentlich relativ schnell damit los, dass man Materialien an den Start kriegt, wie zum Beispiel irgendwie Fotos, weil wir natürlich irgendwie Pressefotos brauchen. Also wir holen den Texter irgendwann dazu, es sind freie Journalisten oder Bioschreiber, Professionelle, die dann uns quasi mit Pressetexten irgendwie versorgen. Dann ist der nächste Schritt eigentlich schon fast das Video, dass man mit Videoregisseuren und Produktionsfirmen zusammenarbeitet, dass man Treatments entwickelt für ein Video. Und dann eben auch Videos dreht und alles umsetzt, bis man es dann hat. Wenn wir dann schlussendlich das Material haben, wie Fotos, Texte, Videos und so weiter, dann kriegen das unsere einzelnen Promotion-Bereiche, sprich Online, Print, TV und Radio, die damit dann irgendwie an ihre Medienpartner rantreten und versuchen, das bei denen zu platzieren. Also was natürlich auch dazu gehört, ist viel Administratives, dass das Produkt schlussendlich gefertigt wird, so wie man sich das ausgedacht hat und dass auch rechtzeitig dann Stock am Lager ist, damit der Vertrieb die dann rechtzeitig irgendwie raus in den Handel stellen kann und die zum Release-Date dann auch im Handel stehen und von den Leuten gekauft werden können. Also wenn ich meinen Job quasi gemacht habe, dann haben wir im Zweifelsfall am Freitag eine VÖ. Die CD steht im Handel, da hat dann unser Vertrieb irgendwie die CD im Handel platziert. Und ich sehe am Montag drauf die ersten Sondertrends und dann die Charts. Und der Konsument hat das Produkt gekauft und wir haben ein bisschen Geld verdient und sind glücklich. Man hat mit unglaublich vielen unterschiedlichen kreativen Leuten zu tun. Es ist sehr anspruchsvoll, es ist sehr schnell. Man kommt viel rum, man erlebt viele Dinge, von denen anderen in Anführungsstrichen nur träumen. Das klingt immer so schön, ist natürlich auch viel Arbeit, aber eigentlich ist es schon ein sehr, sehr, sehr spannender Job. Man muss aber auch schon belastbar sein, das ist doch auch anstrengend, man hat lange Drehs, man arbeitet viel an Wochenenden. Also neben der klassischen Ausbildung, die man machen kann, natürlich Kaufmann für audiovisuelle Medien, gibt es auch super viele Quereinsteiger und Leute mit einem Marketingstudium als Hintergrund. Aber was, glaube ich, eigentlich wichtig ist, ist die Praxiserfahrung. Also gute Praktika machen und dort überzeugen.